Willkommen zurück hier zu Gothic. Da unten ist ein Golem. Den will ich aus der Welt schaffen. Mit einem Ohrkammer. Müsste das am besten klappen. Meiner Meinung nach. Jetzt ziehe ich einfach mal. Und dann geht's runter. Los geht's. Wow, der Fallschaden. This damage. Not good. Immerhin ist er kurz weg. Dann schlucke ich mal eben die 100er Heiltränke. Zwei Stück davon. Yep. Und Waffe ziehen, Waffe ziehen. Na, da hat's gerade in der Tür geklingelt. War ja klar. Bin in der Aufnahme. Und weiter geht's. Wo ist der Golem? Da ist der Golem. Steingolem. Bleib mal stehen. Das ist kein Stehgolem. So viel sehe ich. Ey. Wenn die mit Magie vielleicht klein? Ich weiß es nicht. Ah, komm. Der kommt wieder hierher, oder? Hey! So. Ein Steingolem hier unten. Herz eines Steingolems. Habe ich jetzt nicht zwei Golemherzen? Irgendwie so? War nicht. Wo waren die? Bei Magie waren die, glaube ich, genau. Nee, Stück und Herz jeweils. Okay. Hm. Was immer das auch zu bedeuten hat hier unten. Ich hoffe mal, das ist noch nicht die Orkstadt, weil dafür bin ich, glaube ich, noch nicht stark genug. Das ist ein Schalter. Der wieder zurückkommt. Okay. Wow, was? Mhm. Interessant. Ich nehme wieder meine große Axt, für alle Fälle. Dann ist hier noch ein Schalter, den ich beim Kämpfen vorhin gesehen habe. Die Frage ist nur... Ah, die fahren nach einer Weile wieder hoch. Na dann, dann warte ich doch einfach mal hier und schaue, was passiert. Vielleicht klappt das ja hier mit dem Umfahren. Hallo? Hallo? Hochfahren. Hochfahren. Müsst ihr nicht hochfahren? Fände ich voll super. Oder muss ich dafür einen anderen Knopf drücken oder was? Hallo? Egal, bei der hier weiß ich, dass es funktioniert. Bei der Säule hier. Na? Ja. Ich muss eigentlich oben drauf. Yep, geht doch. Doch, ich will oben drauf, ich will in die Mitte. Ich bin der König der Welt. Und krieg wahrscheinlich gleich Fallschaden. Passt. Das war ziemlich dumm. Ja, doch, kann man so sagen. Das war ziemlich dumm. Das war ziemlich bescheuert. Und weil ich so blöd war, habe ich es auch verdient, den Schaden zu behalten. Meine Güte. Hier fehlt mir denn einiges. Na gut. Ja. Diesmal bleibe ich auch unten, versprochen. Nicht, dass es wieder schief geht. So, dann futter ich mal gemütlich meine Sachen. Und warte darauf, dass mich die Säule hochfährt. Oder der Aufzug, ich weiß nicht. Was ist das? Wie nennt man das? Jetzt aber schnell weg, sonst kriege ich Fallschaden. Sehr schön. So muss das. Und hier ist immer noch nichts. Na gut. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Habe ich jetzt automatisch die mit allem? Ja, habe ich. Und das da links unten ist dann wahrscheinlich die Orkstadt. Jetzt werde ich aber erstmal mit Xardas reden. Der hat mich schließlich geschickt zu Ushak. Den ich gerade doch ansprechen kann. Wie geht es dir, mein Freund? Ushak sei gesund. Ushak suchen eigenes Ulumulu. Vielleicht Ushak geht Heimat mit eigenes Ulumulu. Freund kommen, wenn brauchen Hilfe. Pass auf dich auf.
Ulumulu. Ich finde das süß. Ulumulu. Finde ich gut. Will ich auch. Ich will eins. Ich will in echter Ulumulu. Jawohl. Ich finde den Namen so lustig. Ich weiß aber nicht, was es genau ist. Ich meine, es ist wahrscheinlich irgendwas, was man von außen sieht. Vielleicht ein Amulett, vielleicht eine Waffe. Damit die Orks dann mir gegenüber friedlich sind oder so, keine Ahnung. Mal schauen, was Xardas dazu zu sagen hat, dass ich seinen Kumpel befreit habe, aus der Patsche befreit habe. Doch, genau. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die 5 Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Ork-Stadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ich suche magisches Wissen. Was hast du denn für mich? Ich habe ja jetzt den dritten Kreis. Ich könnte mir sowas wie einen Feuerball auch erlauben. Andererseits fehlt es mir halt dazu echt übel an Mana. Ich verzichte mal noch darauf. Und werf mal einen Blick in das Tagebuch. Ah, ein Ulumulu-Alok-Standarte. Okay, doch so eine Art Waffe. Ein Symbol von Urshak. Ach genau, in der freien Mine. Richtig. Da war ja was. Na dann. Ah, was war es? Die 4? Die 4. Teleport. Wassermagier. Die sind ja schließlich direkt neben der freien Mine. Gut, dass du kommst. Ich habe schon auf dich gewartet. Was? Heil nicht mal. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Auch mit Mana? Nee, schade. Warum hast du auf mich gewartet? Du hast auf mich gewartet. Warum? Gorn bat mich, dich bei deinem Auftauchen hier sofort zu ihm zu schicken. Was ist los? Er hat einen Plan zur Befreiung der besetzten Mine. Bewacht er noch den Zugang zur Mine? Ja. Bitte suche ihn so schnell wie möglich auf. Wie sich eins zum anderen fügt. Zeig mir deine Ware. Sowas finde ich schön. Laborflasche. Sieht aus wie ein Mana-Trank, ist aber keiner. Hast du noch irgendwas, was irgendwie Skills erhöht? Kugelblitz. Ja, auch den könnte ich mir jetzt holen und auch ihn benutzen. Aber hey, brauche ich gerade nicht. Kann ich dem jetzt irgendwas erzählen von Xardas? Magie zu Ehren. Nipp. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja, ja. Bestimmt. Was soll das denn gerade? Gut, dann werde ich jetzt mal Gorn aufsuchen. Oder gehe ich erst zu Lee? Ist Lee vielleicht hier? Kann ich ihm die schwere Söldnerrüstung abnehmen? Ich meine, ich bin ja kein Söldner mehr, ich weiß, aber... Lee! Hey, altes Haus! Hallo! Das sind die üblichen Gesprächsoptionen vom letzten Mal noch, als ich ihn da auf der Treppe, auf der Brücke getroffen habe. Ich bin wohl kein Söldner mehr, sondern Wassermagier. Und deswegen kann ich gerade nichts mehr von den Söldnern. Nicht mehr so tun, als wäre ich Söldner, so gesehen. Genau. Noch einen kurzen Blick will ich hier werfen. Nicht, dass ich Gorn hier übersehe und dann ewig rumlaufen, den ich finde. Das wäre ärgerlich. Söldner, Torloff, Söldner, Söldner, nein, kein Gorn. Dann ist Gorn wahrscheinlich tatsächlich noch auf dem Weg zur alten, zur freien Mine. Nämlich da vorne, das ist ja nicht weit weg. Geh ich da mal hin, guck, was er zu sagen hat. Und erzähl ihm dann, dass ich gerne einen Ork aus der Mine befreien würde. Yay! Er wird mich bestimmt nicht schief angucken dafür. Und ich sehe gerade, ich habe 0 Mana. Das ist ein bisschen ungeschickt. Zumal ich ja jetzt... Kann ich den anlegen, oder was ist das?
Stärke plus 10. Ah, das ist ein Amulett, okay. Ich hätte gerne Mana. Ich hätte gerne mehr Mana. Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe ja auch nicht alles. Wo kriege ich Mana her? Da oben, ein Amulett. Ich habe nur ein Amulett, das Mana gibt. Ah. Das passiert mir nicht noch. Nee. Ich will den Schutz verfallen. Davon habe ich nämlich generell wenig. Jetzt müsste ich 30 Mana haben. Genau, jetzt habe ich sogar 10 von 30. Aber jetzt kann ich mir halt noch irgendwas reinpfeifen, was mir 20 Mana gibt. Ja, so viel dazu. Ja, das war nicht besonders schlau. Mana-Bonus 20? 30. Das ist Overkill. Na gut, dann nehmen wir 15. Nein, das war eine 25. Hm, gut gemacht. egal. Da ist Gorn. Hey, Gorn. Ich war doch schon in der freien Mine. Du kommst gerade richtig. Wir bereiten uns auf den Gegenschlag vor. Die Rückeroberung der freien Mine ist der erste Schritt. Wo sind die anderen? Eine Rückeroberung mit 4 Mann? Wo sind all die anderen Söldner? Ein frontaler Angriff bringt nichts. Dafür sind Gomez' Leute zu gut verschanzt. Aber eine verdeckte Operation, bei der wir Mann für Mann ausschalten, könnte gelingen. Lee bat mich, dir etwas auszurichten. Als Wassermagier mit sehr viel Kampferfahrung wurdest du bestimmt, die Operation durchzuführen. Ja. Yeah. Ich werde mit dir gehen. Gemeinsam können wir es schaffen. Cool. Der glaubt an mich. Finde ich gut. Warum gerade ich? Du hast schon mehrmals bewiesen, dass du Mut hast und gleichzeitig denken kannst. Außerdem kennst du das alte Lager und die Gardisten besser als die meisten von uns. Du bist der beste Mann für diesen schwierigen Job. Der erste Schritt? Was wird denn der zweite sein? Sobald die Mine wieder in unserem Besitz ist, werden wir den Pass über die Berge suchen, den Gomez' Leute für den Überfall benutzt haben. Wenn der Pass dicht gemacht wurde, haben wir die Situation wieder im Griff. Verstehe. Ja. Okay, lass uns den ungebetenen Gästen in der Mine kräftig in den Hintern treten. Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Hier, nimm diesen Schlüssel. Ja. Er öffnet das Torhaus vor dem Eingang der Mine. Kann ich endlich rein? Hey, jetzt kann ich ihm gar nicht mehr sagen, dass ich ihr noch was vorhabe. Auf in den Kampf! Nein! Ich habe leider davor nicht gespeichert, ne? Nee, Mist! Ach nö! Hoffentlich habe ich es jetzt nicht versaut. Sei gegrüßt. Ein Händler Stufe 2. Nö, kein Bedarf. Los geht's, Jungs. Worauf wartet ihr? Nach mir. Fast hätte ich es vergessen. Was? Der Bandit Wolf will dich unbedingt sprechen, bevor wir zur Mine aufbrechen. Okay. Dann werde ich ihn besser noch vorher aufsuchen. Tu das. Ich warte hier am Wachposten auf dich. Der will mich doch wohl nicht verprügeln, oder? Speichere ich lieber vorher nochmal. Nicht, dass der irgendwie Unsinn mit mir vorhat oder so. Komm mal, da darf ich auch nicht alles glauben. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass mich jemand irgendwo hinschickt und dann ich dort verprügelt werden soll. Hier in Gothic und so. Gut, also erstmal zu Wolf. Wo war Wolf? Ich weiß es nicht mehr. Da unten vielleicht? Oben war er nicht, da waren nur Söldner und Torloff. Söldner. War Wolf nicht einer von den Händlern oder so? Oder war das der hier? Das passiert mir nicht noch. Nein, das ist Blade. Oh, wahrscheinlich. Ich glaube, Wolf war einer von... Ja, Wolf, hey! Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da Dumm. Kann ich das von alles? Wie komme ich an Felle und heute? Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aidan. Bradford und Drax 3. Achso, ja, das hatte ich schon. Gorn sagt, du wolltest dringend mit mir sprechen. Gut, dass du vorher noch vorbeikommst. Vor was? Vor eurem Besuch in der nicht mehr ganz so freien Mine. Warum? Worum geht es? Ich hatte neulich eine Idee, wie wir völlig neue Rüstungen herstellen können. Aha, und wie? Das härteste Material, das ich kenne, sind die Panzerplatten der Minecrawler. Nicht etwa die der kleinen, harmlosen Exemplare aus der jetzt verschütteten Mine von Gomez. Nein, die nicht. In unserer Mine lebt eine wesentlich gefährlichere Unterart. Der Panzer dieser Biester
ist fast nicht zu durchdringen. Na, klasse. Wenn du mir einige dieser Panzerplatten bringen könntest, würde ich versuchen, daraus eine Rüstung herzustellen. Das klingt gut. Wie bekomme ich diese Platten von den Biestern ab? Das ist relativ einfach. Die Rückenplatten sind nur an deren Rändern mit dem Körper verwachsen. Nimm einfach ein Rasiermesser und schneide halb schräg an den Rändern entlang. Okay, kapiert. Mal sehen, ob ich solche Panzerplatten finden kann. Okay, das klingt gut. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich halte viel zu wenig aus. Die einzige Möglichkeit, noch mehr auszuhalten, außer einer besseren Rüstung, wäre halt... Naja, leveln. Und leveln wird halt... Ja, ich kann halt sonst keine Lebenspunkte irgendwie dazu kriegen. Wobei, ich glaube, das geht schon irgendwie mit Tränken und so Zeug. Aber es ist mühselig. Teuer. Lieber eine neue Rüstung. Außerdem, Minecrawler jagen. Yay. So. Jetzt ist die vierte Stunde auch schon voll. Und in der nächsten Folge werden wir dann mit Gorn und seinen Männern die freie Mine stürmen. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin. Tschüss.